Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kuschel und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf Voyage of Despair Pekka-Punch aktivieren könnt. Ihr braucht Pekka-Punch, um eure Waffen zu verbessern. Ihr könnt auch die Wunderwaffe dort hineinstecken und für 5000 Punkte verbessern. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wie gesagt, es wäre übelst nice, wenn ihr hier ein Abo auf meinem Kanal dalassen würdet und das Video liked, wenn es euch geholfen hat. Ja, um jetzt Pekka-Punch zu aktivieren, müsst ihr insgesamt vier Podeste, also Pekka-Punch-Sockel, aktivieren. Bevor ihr das aber macht, solltet ihr das Sentinel-Artefakt aktivieren, denn dadurch öffnen sich Portale auf der Karte und es werden verschlossene Türen geöffnet und das ist viel, viel einfacher für uns dann, dass wir von A nach B gelangen. Das Sentinel-Artefakt befindet sich am anderen Ende des Schiffes. Einfach hier hochgehen, wie ihr jetzt im Video seht, Viereck drücken und dann habt ihr das schon gemacht. Direkt unter diesem Artefakt, das ihr gerade aktiviert habt, seht ihr, dass da etwas rot aufleuchtet. Das ist der erste Podest, geht dorthin und drückt einmal Viereck. Gleichzeitig alle diese vier Sockel, die wir jetzt hier ablaufen, diese sind auch Pekka-Punch-Orte danach. Pekka-Punch bewegt sich später von A nach B, hat insgesamt vier verschiedene Spawnpunkte und diese vier verschiedenen Spawnpunkte sind eben jetzt diese Podeste, die wir jetzt aktivieren müssen. Also wir haben jetzt das erste aktiviert. Als nächstes gehen wir hier, wo wir sind, einmal unter Deck. Geht dort ganz nach unten durch, einmal die erste Treppe runter, dann die Holztreppe runter oder eben den Schacht runter. Und wenn ihr jetzt einfach hier weitergeht durch das Schlachthaus durch, dann rechts, dann geht ihr geradeaus und dort könnt ihr eine Tür aufkaufen und dann ins Wasser springen. Springt dort ins Wasser hinein und schwimmt einmal zum nächsten Pekka-Punch-Podest. Einmal aktivieren und dann haben wir schon zwei von vier geschafft. Ja, von hier aus nehmen wir einmal das Portal an der Wand, denn durch dieses Portal werden wir mehr oder weniger schon an das dritte Podest von Pekka-Punch teleportiert. Wenn ihr dieses Portal benutzt, werdet ihr nämlich auf die Treppe des Schiffes, also diese Haupttreppe, einmal teleportiert. Und wenn ihr dann nach unten geht, dann seht ihr, dort unten ist der dritte Sockel für Pekka-Punch und dann haben wir drei von vier schon geschafft. Ja, und der letzte Sockel befindet sich unter Spawn. Wenn ihr unter dem Spawnpunkt, wo ihr eben auf die Karte gespawnt seid, einmal unter Deck geht, dort befindet sich auch Wasser. Wenn ihr ins Wasser geht und euch um 180 Grad dreht und dann einfach ans Ende schwimmt, dann seht ihr, dass dort der vierte Sockel für Pekka-Punch ist. Betätigt diesen und Pekka-Punch wird jetzt hier spawnen und sich nach einer Zeit immer wieder hin und her bewegen. Ihr könnt jetzt eure Waffen für 5000 Punkte hier Pekka-Punchen, für 2500 Double Pekka-Punchen. Ja, und das war eigentlich alles. Das ist der Pekka-Punch Guide für Voyage of Despair. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Vielen lieben Dank fürs Gucken, Leute. Ich muss mich auf der Karte noch ein bisschen zurechtfinden, denn es ist alles ein bisschen verzweigt. Mal gucken, was mit der Karte so wird. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Und bis dann.